Wir sind auf der Umgehungsstraße in Ostfildernellingen. Wir wurden alarmiert zu einem Verkehrsunfall. Unklar, ob Personen eingeklemmt waren. Sind dann ausgerückt mit dem Hilfeleistungszug und trafen folgende Lage vor Ort an. Zwei Pkw, die frontal zusammengeprallt waren mit 4 beteiligten Personen. Der Rettungsdienst war bereits eingetroffen, hat die Personen versorgt. Eingeklemmt war niemand. Von daher war die Situation etwas entspannter. Die Feuerwehr hat sich dann darauf beschränkt, in Absprache mit der Polizei Bindemittel auszutragen, um ausgetretene Betriebsmittel aufzufangen und sichert weiterhin die Einsatzstelle ab und leuchtet sie entsprechend aus. Die Feuerwehr Schülerabteilung Nellingen ist mit 4 Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. Das erste eintreffende Fahrzeug hat eine sofortige Lagemeldung abgegeben. Das hat sich in folgender Situation dargestellt. 2 PKWs sind frontal zusammengestoßen. Insgesamt waren es 4 Verletzte, darunter ein Kleinkind. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einer solchen Beschädigung von den Autos ist immer mit schweren Verletzungen zu rechnen, sodass wir hier eine Maximalversorgung eingeleitet haben und die Patienten auch alle in Schockräume transportiert haben. Insgesamt war der Rettungsdienst mit 13 Kräften und 6 Fahrzeugen vor Ort. Die Patienten waren zum Glück nicht eingeklemmt, von daher war die Rettung sehr einfach möglich und die Patienten konnten dann in den Rettungswagen versorgt werden.